Vielen Dank. Dann haben wir heute mal alles aufgeboten, so die Hälfte von dem Kader, der uns zur Verfügung steht, für die ersten 10 Reihen heute. Das wären ja 30 schon. 30 Idun. So, denkt dran, es gibt immer einige Auflagen. Eine Auflage ist zum Beispiel, es ist kein Radrennen. Wir fahren in Dreierreihen. Wir fahren hier jetzt sehr zivilisiert, sehr ruhig raus. Also es braucht niemand überholen, Angst haben, dass wir euch irgendwo abstellen oder so. Passiert nicht. Bis wir freies Gelände erreicht haben und dann sich alles sortiert hat und dann geht es in einem normalen, moderaten Tempo weiter. Wir haben für jemanden, der Reifenschaden haben sollte oder sonst irgendwelche Probleme hat, einen Besenwagen. Dort wird ohne jegliche Diskussion bitte eingestiegen. Wenn Reifenschaden, geht die Tür auf, hier rein, Tür zu und es geht weiter. Weil die Polizei stellt dafür Kräfte ab, dass der Wagen wieder rankommt. Die müssen aber auch die Strecke für uns sichern. Also habt bitte ein Verständnis dafür, wenn der Ton eventuell etwas rauer ist hinten im Führungsfahrzeug. So, dann haben wir nach ca. 40 Kilometern haben wir eine Verpflegungsstelle eingerichtet. Gibt es ein bisschen, ein paar Riegel, ein paar Bananen, etwas zu trinken. Könnt ihr eure Flaschen auffüllen, wenn ihr wollt. 15 Minuten machen wir dort Pause. Und dann geht es von dort aus ca. 35 Kilometer nochmal hierher zurück. Dann haben wir hier eine Kontrolle, eine Verpflegung aufgebaut. Wer dann weiterfährt, kann sich hier dann nochmal Flasche voll machen, Banane nehmen. Dann ist hier nochmal 15 Minuten Pause. Und dann fahren wir von hier aus auf die letzten rund 35 Kilometer. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. In ca. 40 Minuten kommt die Sonne raus. Ärmlinge könnt ihr also schon runter machen. Ich wünsche euch eine gute Fahrt, eine unfallfreie Fahrt. Und dann bis später.
auf zu der letzten Runde, 40 Kilometer nochmal. Kommen zurück von der letzten Runde.